Sie hat das Schlimmste erlebt, was Eltern widerfahren kann. Am 5. August 2021 stirbt Simone Ballacks Sohn Emilio bei einem Quad-Unfall. Der Familie reißt dieser Schicksalsschlag den Boden unter den Füßen weg. Lange ist es ruhig um die Unternehmerin. Sie lenkt sich ab, gestaltet zu Weihnachten über 100 Adventskränze. Diesen hier widmet sie ihrem geliebten Sohn. Langsam aber sicher kämpft sich die 46-Jährige zurück ins Leben. Auch auf Instagram ist Simone nun wieder häufiger aktiv, zeigt sich mit einer Freundin beim Essen oder auf einer Schmuckmesse. Bilder, die Hoffnung machen. Doch genau dafür bekommt die Ex-Frau von Michael Ballack nun Ärger im Netz. Eine Followerin schreibt unter anderem: Ich verstehe nicht, dass du noch Kraft hast, dich zu schminken, Schmuck anzuziehen oder zu shoppen. Wie kannst du nur weiterleben, als ob nichts passiert wäre? Heftige Anschuldigungen, die Simone nicht auf sich sitzen lassen möchte. Ja, es gibt sie, diese unfassbar dummen Menschen, die sich ein Urteil über jemandem oder deren Situation bilden, aufgrund von Social-Media-Posts, die nur einen Mini-Teil meines Lebens zeigen. Momentaufnahmen, so kurz wie ein Augenzwinkern. Der Tag hat aber 24 Stunden. Ich bin nicht mehr bereit, so etwas hinzunehmen. Starke Worte. Einer starken Frau, vor der wir nur unseren Hut ziehen können.